Wir starten an dieser Stelle und das von nun an jeden Donnerstag mit unserem Gesundheitstalk, den wir gemeinsam mit den Asklepios-Kliniken in der Südpfalz ins Leben gerufen haben. Heute wird uns der Geschäftsführer beider Krankenhäuser erklären, welchen Beitrag die Standorte in Germersheim und Kandel für die Gesundheit der Menschen leisten. Willkommen zum Asklepios-Talk. Spezialisten aller Fachgebiete sind hier im Einsatz, um eine optimale Behandlung zu gewährleisten. Und er hat die Verantwortung für die rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Frank Lambert, Geschäftsführer der Asklepios-Südpfalz-Kliniken Kandel und Germersheim. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Welchen Beitrag leisten denn die Asklepios-Südpfalz-Kliniken zur Gesundheitsversorgung in der Region? Und welche Schwerpunkte haben Sie an den Standorten Kandel und Germersheim? Die Asklepios-Südpfalz-Kliniken bestehen aus zwei Standorten. Wir befinden uns am Standort Kandel und auch noch zusätzlich am Standort Germersheim. Mhm. In dem Zusammenhang stellen wir die sogenannte Grund- und Regelversorgung im Landkreis sicher. Wir verfolgen eine Zwei-Standort-Strategie, indem wir uns über zwei Standorte, wie gesagt Kandel und Germersheim hinweg, so positioniert haben und aufstellen, dass wir eine möglichst breite Versorgung und möglichst hochwertige, qualifizierte Versorgung der Bevölkerung im Landkreis und darüber hinaus anbieten können. Sieht so aus, dass wir uns in Kandel spezialisieren auf die Akut- und Notfallversorgung, also tatsächlich viel mit dem Rettungsdienst zusammenarbeiten, und in Germersheim spezialisieren auf Anschlussversorgungen wie neurologische Frührehabilitation, Psychosomatik und internistische Versorgung. Mhm, Sie sind seit gut 6 Jahren Geschäftsführer, haben einiges angestoßen und weiterentwickelt. Worauf sind Sie mit Blick auf Ihre Kliniken denn besonders stolz? In erster Linie bin ich sehr stolz auf unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben uns viel verändert in den vergangenen Jahren, um genau diese Zwei-Standort-Strategie durchführen zu können. Das bedeutet, Mitarbeiter mussten ihr Aufgabengebiet verändern, mussten gegebenenfalls auch den Standort wechseln innerhalb dieser beiden Orte oder Städte Kandel und Germersheim. Darauf bin ich besonders stolz, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das übergeordnete Ziel, nämlich die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Klinikstandorte, nachvollziehen konnten. Mhm. Experten erwarten und die Gesundheitspolitik fordert auch eine Veränderung vom stationären in den ambulanten Leistungsbereich. Wie sehen Sie das und was bedeutet das für die Kliniken hier? Die Ambulantisierung ist tatsächlich ein starkes Feld, dem sich der stationäre Bereich stellen muss. Deutschland ist auch im europäischen Vergleich noch hinterher. Politisch gewollt ist auch diese Veränderung weg von stationär hin zu ambulant. Wir haben uns insofern dort aufgestellt, dass wir an dem Beispiel der Operationsdurchführungen auch entsprechend konzentrieren. Wir sagen, stationäre Versorgungen, stationäre OPs führen wir an einem Standort durch und ein tageschirurgisches Zentrum, also alle ambulanten OPs, und die werden in Zukunft wesentlich mehr werden, bündeln wir an einem Standort in Germersheim und damit gute Prozesse auch für die Patienten und Patientinnen durchführen zu können. Stichwort Arbeitsmarkt und Pflege, das ist ja ein sehr wichtiges Thema. Wie stellt sich die aktuelle Situation bei Ihnen dar? Sie sprachen ja anfangs an, wir haben 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Zahl ist steigend, auch darauf sind wir sehr stolz. Liegt auch mit an unseren Pflegedienstleitungen, die hier einen tollen Job machen. Ich glaube, in der gesamten Gesellschaft ist bekannt, dass es einen sehr raren Arbeitsmarkt in der Pflege gibt. Wie positionieren wir uns dort? Viel Ausbildung. Also wir wollen viele Menschen begeistern, um in die Ausbildung des Pflegeberufes zu gehen. Unser Ziel ist es, in 3 Jahrgängen 100 Auszubildende zu haben. Das haben wir aktuell geschafft. Und wir arbeiten auch mit Agenturen und mit unserem Konzern, der hier eine starke Rolle übernimmt, auch in Deutschland, zusammen und rekrutieren Personal auch aus dem Ausland, qualifizieren sie in extra Einheiten dafür und bringen sie dann in die Kliniken. Also Sie unternehmen sehr viel und offensichtlich tut sich was. So ist es. Themenfeld Digitalisierung. Deutschland spricht über den Digitalisierungsbedarf, insbesondere im Gesundheitswesen. Wo stehen hier die Asklepios-Südpfalz-Kliniken? Digitalisierung ist in der Tat ein ganz großes Thema und ein sehr, sehr aktuelles Thema. Der Gesetzgeber hat ja auch hier den Handlungsbedarf in der deutschen Krankenhauslandschaft
erkannt, hat einen sogenannten Krankenhauszukunftsfonds aufgelegt, versucht die Kliniken mit zu unterstützen durch finanzielle Mittel. Auch wir profitieren davon, leisten aber einen immensen Beitrag auch über Eigenmittel für die Digitalisierung. Das geht nur dank eines starken Konzerns, auch im Hintergrund. Der Nachholbedarf der Digitalisierung im Krankenhauswesen ist enorm. Was tun wir? Wir werden bis 2024 voll digitalisiert arbeiten. Bedeutet, wir werden Visiten am Patienten klassisch mit iPad durchführen können. Es wird Schnittstellen in die Krankenhausinformationssysteme geben, um so dann auch das Personal entsprechend entlasten zu können. Und Prozesse komplett digital umgestellt zu haben. Das ist ein großes Projekt, ehrgeiziges Ziel, 2024 wollen wir fertig sein. Das ist schon sehr bald, das ist ein großes Ziel und ja, offensichtlich tut sich da auch sehr viel. Genauso kommen wir nochmal auf die Pflege zu sprechen. Was ist denn Ihr Geheimrezept, den ausländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen leichten Einstieg zu ermöglichen und diese dann auch dauerhaft zu halten? Wir haben... Ein Geheimrezept, glaube ich, gibt es in der Form nicht, aber wir machen zwei wesentliche Punkte. Wir begleiten die ausländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie hier ankommen, sehr, sehr eng. Alle Behördengänge werden gemeinsam mit ihnen gemacht. Also wir lassen hier keinen alleine. Ist für uns Deutsche ja schon oft genug schwierig, im Behördenalltag zurechtzukommen. Ja. Wir stellen ihnen Wohnraum zur Verfügung und unterstützen in der eigenen Wohnungssuche. So lange bieten wir Unterstützung an und haben im Stationsalltag, hier im Arbeitsalltag, stellen wir sogenannte Mentoren zur Verfügung, Integrationsbeauftragte, die dann auch wieder Ansprechpartner im Klinikalltag sind. Hört sich gut an und Sie sind aktiv in vielen Bereichen, nehme ich mit. Danke sehr für das Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich. Gerne.